Konnichiwa, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir im Auto hinten mit Mayu, Mayus Oma, Mayus Tanta und Motang. Konnichiwa. Er fährt heute für uns und wir machen uns auf den Weg nach Nara und wollen da so ein paar Schreine mal besuchen, an die man ohne Auto nicht so leicht kommt. Denn Nara ist sehr ländlich und da kommt man halt nicht immer so gut dran. Deswegen haben wir heute so eine kleine Reise geplant und schauen uns mal den ein oder anderen Schrein an. Aber jetzt müssen wir erstmal dahin, wir müssen den Berg überqueren, das ist ja nicht ganz so einfach. Auf geht's! Wir sind jetzt am ersten Ziel angekommen und zwar dem Hitokoto Nushi Jinja heißt der. Und was man da genau macht, das zeige ich euch jetzt gleich noch. Wunderschön ländliches Nara, wirklich kaum was los, nur Felder, Berge, Schreine. Wir haben hier auch jetzt viele so Blumen, also rote Blumen. Wie heißen die Blumen nochmal? Higambana heißen die Blumen. Hier sehen wir, ne, die Felder sind Reisfelder, der Reis wird jetzt so langsam dann auch geerntet. Mayus Oma macht gerade auch noch ein Bild von den Blumen, den roten. Das sind so die Blumen, die jetzt auch in der Zeit hier eben blühen. Genau, wir machen jetzt hier einen kleinen Ausflug. Ich bin mega gespannt, es sieht mega gut aus. Und dieser Hitokoto Nushi Jinja, also Hitokoto heißt auf Japanisch ein Wort. Und man darf hier eine Sache sich wünschen. Und diese eine Sache, die erfüllt der Schrein einem auf jeden Fall sozusagen. Und wenn die sich dann erfüllt hat, dann kommt man wieder und bedankt sich. Und deswegen, jeder hat jetzt vielleicht schon eine Sache überlegt, die er dann sich wünscht und sagt. Und da sind wir mal gespannt. Ich habe natürlich auch schon überlegt, aber es ist auch ein bisschen geheim dann, ne, was man sich da wünscht. So, auf geht it! Das sieht man auf dem Land auch öfter, dass man hier einfach so kleine Stellen hat. Da werden verschiedene Sachen verkauft, zum Beispiel Satsumaimo oder Kaki oder Kartoffeln. Und da wirft man einfach das Geld rein und nimmt sich dann die Menge mit. Also da vertrauen die eben, dass niemand das Geld wieder rausnimmt und dass man nicht zu wenig bezahlt, sondern das findet man auf dem Land auch sehr oft. Wir haben jetzt kurz die Hände ein bisschen gewaschen, das macht man ja immer im Schrein, sich die Hände reinwaschen und dann geht es jetzt ans Beten. Hier gibt es auch so ein bisschen was, ne? Es sieht aus wie in Kyoto da, der Fushimi Inari, und da vorne geht man jetzt beten und sagt eben das eine Wort oder den einen Wunsch, den man hat. Sehr, sehr schöner Schrein hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch sehr berühmt, Fernsehen war auch schon hier, also es ist schon durchaus ein Ort, an dem man dann auch hingeht und der ein bisschen was Besonderes ist. Das hier ist wirklich ein kleiner Fushimi Inari, also Inari ist so ein Gott auch für die Ernte eben. Und da hier in der Nähe natürlich auch viele Felder sind und viele Leute von der Ernte auch leben, gibt es hier eben auch die, die man aus Kyoto kennt, von dem Inari-Schrein. Wir sind jetzt fertig hier an dem Schrein, machen uns auf den Weg zum nächsten kleinen Schrein. Und der nächste ist wirklich schon sehr, sehr alt. Beziehungsweise weiß man gar nicht, wann genau er gebaut worden ist. Da gibt es nicht wirklich einen Nachweis drüber. Aber er taucht im Nihon Shoki auf, was eins der frühesten geschichtlichen Werke ist, die es in Japan überhaupt gibt, also die verfasst worden sind. Das heißt, er muss schon über 1500 Jahre ungefähr, ist er wahrscheinlich alt. Und es wird auch vermutet, oder einige sagen eben, dass das so einer der Orte ist, an denen die ersten Götter so runtergekommen sind, sage ich jetzt mal. Also wirklich ein sehr geschichtsträchtiger Ort, ein sehr, sehr alter Schrein mit sehr weiter alter Geschichte. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Das ist der Takamahiko
Jinja, glaube ich, also der Takamahiko-Schrein. Ich kann mir diesen Namen nicht merken und da gehen wir jetzt hin. Ist ein bisschen im Berg drin, deswegen der Weg dahin könnte ein bisschen gefährlich sein, aber wir schauen mal, wie das geht. Wir sind jetzt am nächsten Schrein, dem Takamahiko-Schrein. Und das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr alter Schrein. Hier sieht es ja auch sehr schön aus, ist komplett wieder in den Bergen irgendwo ländlich drin. Aber das macht irgendwie die Schreine, finde ich, auch so aus, dass die mitten in der Natur sind, mit der Natur verbunden, mit der Erde, die eben auch hier ist und nah am Berg meistens. Das ist wirklich sehr schön und da gehen wir jetzt, glaube ich, noch so ein kleines Stück mal hoch. Ja, einfach schön. Also Nara, wirklich, wenn man mit dem Auto ein bisschen unterwegs sein kann, kann ich empfehlen, hier die Schreine einfach mal abzuklappern. Das sind sehr interessante Orte. Ein relativ kleiner Schrein hier, aber von der Atmosphäre her wirklich sehr, sehr interessant. Hier ist auch noch so ein paar Steine. Hier stehen zwei Kaiser auf dem Stein. Vielleicht haben die hiermit irgendwas zu tun. Also ich kenne die Geschichte jetzt nicht komplett hier. Ist ein bisschen schwierig, glaube ich, auch die komplett zurückzuverfolgen. Aber ja, ist sehr, sehr kühl hier. Aber mega schön, finde ich. Ist halt so ein kleiner, versteckter, interessanter Schreinort. Ne? Wie gefällt es dir? Ja, sehr gut. Göttlicher Ort. Heilig. Heilig, genau. Hier sieht man im Übrigen auch überall immer wieder Drachen. Also egal, ob das hier auf diesen Vasen ist oder oben auch dann in den Holzbalken sind Drachen eingeschnitzt. Und das ist, glaube ich, früher auch ist dieser Schrein hier gebaut worden mit dieser speziellen japanischen Holzstecktechnik. Das heißt, die Japaner haben ja früher diese Schreine, Tempel und Häuser gebaut, ohne irgendwelche Nägel oder sowas zu verwenden. Und da sieht man da oben vielleicht noch so ein bisschen diese Ansätze. Das gibt es heute auch noch, ist aber sehr, sehr selten. Nicht mehr viele Leute in Japan können diese Technik machen. Der wurde eben so gebaut und wird instand gehalten. Also sehr interessant. Und überall Drachen. Ja, Drachen sind immer ganz wichtig. Kumo ga oi yanka. Kumo ga oi no wa nanka Jinmu Tenno ga koko de ikusa o shite de motomoto koko ni sundeta senjumin no hito rero ga maketen. De sore sono hito tachi wa ma Jinmu Tenno ni hamukau. Gegen dem Kaiser gewesen. Deswegen sagt der Kaiser zu den Kumo, Tsuchigumo, so ein Yokai-mäßig. Ja. Sie, so Tsuchigumo sind Menschen, aber die sind halt nicht für ihn, sondern gegen ihn gewesen. Deswegen sagt man Tsuchigumo. Und hier in der Nähe haben so viele gewohnt, die dagegen waren. Und deswegen gibt es so viele Spinnen. Und Spinnen sind, sagt man, also hier sind die Spinnen so Senjumin. Ureinwohner. Deswegen kann man nicht töten. Und in Nihon Shoki, Kenryoku ni shitagawanai hamukau hitobito o Kenryokusha gawa kara mite yokai toka ni toraeta kara kumo te iwarete. Es ist wirklich ein Ort, der viel so aus den alten Legenden und Geschichten. Kanashi-Rekishi, das ist so eine traurige Geschichte, weil Senjumin verloren haben, ja. Und ja, Kojiki, in Kojiki steht auch, dass hier im Schrein andere Atmosphäre ist und so. Und ist echt göttlich und Kamigami ga sumau. Also ein Ort, wo Götter leben. Ja. Hommani orisou na kanji, Kojiki kara zutto iwareteru. Und dass das im Kojiki steht, heißt halt wirklich, dass es mega alt sein muss, weil das Kojiki, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr genau, ich schreibe es euch rein, aber es müsste irgendwie so 700, 600 oder so. Nihon Shoki steht auch. Genau, Nihon Shoki, also das Nihon Shoki und das Kojiki sind die ersten beiden schriftlichen Chroniken Japans.
ne, die ersten schriftlichen Werke, die überhaupt verfasst worden sind. Und wenn in denen schon steht, dass hier eben ein Schrein mit besonderer Atmosphäre ist und so, dann muss dieser Schrein halt schon ewig existieren. Und interessant. Aber ja. Und im Buch steht als Yokai Tsuchigumo, ja. Aber das waren Menschen, die dagegen waren. Genau, also aus der Sicht der Leute, der Kaiser, die hier hingekommen sind, haben die gesagt, die Leute, die gegen die den Kaiser sind, das sind eben diese ja, Geister, Yokai oder Tsuchigumo. Dabei waren das halt normale Menschen, die halt nur gegen ihn waren. Ja. Ja, also aus einer Zeit, in der sozusagen hier Ureinwohner waren. Und dann kam der Kaiser und hat gesagt, das nehme ich mir mit. Und dann gab es Streit und Krieg, wie es das immer so gibt. Ja, sehr, sehr interessanter Ort, wirklich. Da fühlt man die Geschichte. Hier gibt es diese Wächter noch. Da hat uns Mozart eben was Interessantes zu erzählt. Und zwar, die passen immer auf, dass in den Schrein, also es gibt links und rechts immer einen, und die passen auf, dass in den Schrein keine bösen Sachen hereinkommen. Also die bilden vor dem Schrein, vor den Göttern so eine Barriere sozusagen. Und die sind auch je nach Schrein immer unterschiedlich. Also können wir mal gucken, zum Beispiel beim Fushimi Inari in Kyoto, da sind das dann eben die Füchse, die darauf aufpassen. Und dann gibt es andere Orte, da sind es zum Beispiel Kühe oder Rinder oder so. Also schaut da, achtet da auch mal drauf. Die haben auch alle andere Gesichter und passen eben auf den Schrein auf. Das ist auch noch so ein Punkt, in dem man ja Spaß haben kann oder den man genießen kann, wenn man in den Schrein geht. Wir sind am nächsten Schrein angekommen und wahrscheinlich auch den letzten, den wir jetzt besuchen werden. Das hier ist der Takagamo Jinja, heißt der Ganze. Gamo kommt von Kamo, steht für Ente. Der Entenschrein könnte man vielleicht so ein bisschen sagen. Genau, da gehen wir jetzt rein. Das ist relativ groß mit einem kleinen Fluss noch. Es gibt auch wieder einen Inari Jinja, also ne, wie man den vom Fushimi Inari aus Kyoto kennt, mit den Toren. Und da gehen wir jetzt erstmal rein und gucken mal, wie das so ist. Hier werden professionelle Fotos gemacht. Das ist jetzt hier so ein bisschen der Schrein. Ist wieder komplett anders von der Atmosphäre als in dem wir eben waren. Und man merkt halt hier auch, hier gibt es Leute, die verkaufen wieder Glücksbringer und so. Das war eben nicht der Fall bei dem Schrein. Also es ist auch ein bisschen mehr darauf ausgelegt, halt irgendwie was zu verkaufen, jetzt mal ein bisschen was zu machen. Der Schrein, an dem wir eben waren, der war halt komplett verlassen. Da war niemand, der hat dir irgendeinen Glücksbringer verkauft oder so. Also es ist nicht, ich möchte nicht damit sagen, dass das schlecht ist oder so. Aber es ist von der Atmosphäre des Schreins halt her nochmal was anderes. Und hier merkt man halt, hier ist ein bisschen mehr Leben drin. Es kommen mehr Leute. Und interessant. Und hier im Hintergrund, ne, wieder der Platz, an dem gebetet wird. Ich weiß nicht, ich liebe einfach, Schreine ist einfach was Wunderschönes in Japan. Das ist halt auch was total Japanisches, weil die Schreine gibt es, glaube ich, auch nur in Japan wirklich, von der Religion her halt auch. Einfach wunderschön. Und die Orte haben irgendwas, die sind meistens ja an interessanten Orten gebaut oder an vor allem naturträchtigen Orten, auch mittendrin im Berg oder so. Ich mag das einfach, ich finde das beruhigt, das ist schöne Aussicht und das ist auch so ein Teil, was Japan für mich ausmacht, diese Schreine mitten in der Natur. Wie sind Schreine für euch? Das würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr mit Schreinen verbindet, wenn ihr in Japan seid. Geht ihr hin? Geht ihr beten? Oder was macht ihr da so? Wir haben gerade gesehen, wie eine Schlange, schwarze Schlange, relativ groß, da irgendwo in den Steinen verschwunden ist. Leute, Schlangen. Es gibt Schlangen in Japan. Ich habe auch schon die ein oder andere gesehen, aber heute irgendwie schon mehrere gesehen. Also
hier in der Gegend scheinen viele Schlangen zu sein. Wir haben jetzt auch alles gemacht in dem Schrein. Ich habe mir noch einen kleinen Glücksbringer geholt und jetzt geht's einfach, also jetzt haben wir nichts Genaues geplant, sondern wir fahren jetzt hier noch ein bisschen rum und schauen einfach, was auf uns wartet. Vielleicht noch eine Kleinigkeit essen gehen. Also ab jetzt ein bisschen Abenteuer. Ne, Zaza. So. Gerade die Pizza probiert. Eigentlich habe ich gedacht, ich nehme auf, aber ich habe gar nicht aufgenommen. Um euch zu sagen, weil einige mal fragen, wie ist die Pizza eigentlich in Japan? Die hier ist sehr gut. Es hängt immer stark davon ab, wo man hingeht. Hier wirklich muss ich sagen, Tomatensauce ist gut, Käse ist gut. Das ist eine Margarita. Ich meine, Margarita mit Tomaten und so kennt man aus Deutschland jetzt auch nicht. Also mit so richtigen Tomaten drauf. Aber nee, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von der. Und es ist nicht immer so der Fall, dass man gute Pizza bekommt. In Deutschland natürlich nochmal ein Tick besser, aber ist schon sehr gut. Erstmal ordentlich essen, ich habe so Hunger. War sehr lecker. Wir haben jetzt fertig gegessen und irgendwie hat die Kamera am Anfang nicht so richtig aufgenommen. Deswegen sind wir schon fertig, aber ihr habt eben meinen Pizzatest gesehen. War sehr, sehr lecker und ich muss sagen, wirklich wesentlich besser, als ich erwartet hätte, weil wir sind hier nicht an einer Raststätte, aber sowas Ähnlichem könnte man sagen. Vom Level her aber dann doch nochmal über einer Raststätte. Hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sehr, sehr lecker war das. Und jetzt werden wir uns dann auch so langsam schon wieder auf den Weg nach Hause machen. Haben wir schon wieder 3 Uhr. Der Tag vergeht einfach super schnell. Aber ihr seht im Hintergrund die Berge und alles. Also wirklich so ein bisschen ländlicher, wunderschön. Ohne Auto ein bisschen unpraktisch. Aber hat mir sehr gut gefallen. Oishikatta yo, Pizza! Wir haben das Auto jetzt wieder weggebracht, sind wieder in Osaka angekommen, gehen jetzt noch zu Mayus Oma ein wenig. War wunderschön, die Zeit, die ist einfach verflogen, die war einfach weg. Haben also heute 3 Schreine gesehen, einfach mal so ein bisschen eine Schreintour gemacht durchs ländliche Nara. War wunderschön, aber ist halt nicht ganz so einfach zu erreichen, gerade wenn man als Tourist hier ist. Die meisten kennen von Nara ja auch nur wirklich die Innenstadt mit dem großen Buddha und so. Das ist das, was die meisten sehen, weil da eben auch die Bahnanbindung am besten ist. Aber wenn man in den Süden fährt, bekommt man halt eine ganze Menge Land noch mit und vor allem auch solche besonderen Schreine. So, hier ist wieder, ne, alles richtig voll mit Autos und so. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen zu Mayus Oma. Hallo, wir sind jetzt bei Mayus Oma und tada, ich wollte euch noch den kleinen Glücksbringer zeigen. Hier ist er, den habe ich mir geholt, finde ich mega, mega nice. Schaut ihn euch an, so sieht er aus. Es ist besonders, ne? Viele Glücksbringer sind nicht so ein kleines Säckchen, könnte man sagen, mit einer Rassel dran. Und ja, Mai, wie hat es dir gefallen? Ja, war sehr gut. War sehr gut, ne? Jetzt sind wir ziemlich müde, würde ich sagen, ziemlich kaputt, weil wir waren schon viel unterwegs. Ich habe eben mal so ein bisschen die Aufnahmen geguckt, wir haben eine ganze Menge aufgenommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ne? Und kommt unbedingt mal, also fahrt mal aufs Land, wenn ihr die Möglichkeit habt mit dem Auto oder so, falls ihr einen Führerschein habt und den hier in Japan benutzen könnt. Und ja, das war's von diesem kleinen Video. Das wollten wir euch einfach mal zeigen, wie das so aussieht mit den Schreinen. Möchtest du den Leuten noch was sagen? Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil ihr sitzt einfach rum. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne in die Videobeschreibung, da gibt es noch eine Menge Links, über die ihr uns unterstützen könnt, damit wir solche Vlogs auch öfter machen können. Und natürlich eine Menge an Online-Kursen, falls ihr jetzt Japanisch lernen wollt, damit ihr auch auf dem Land zurechtkommt. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir müssen noch nach Hause fahren jetzt, beim Abendessen nach Hause fahren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!